Herzlichen Glückwunsch und Kompliment vorneweg. Ein sehr, sehr überzeugender Sieg zum Auftakt. Sie haben jetzt viele Spieler auf dem Feld, viele Spieler an der Seitenlinie jetzt schon gesehen. Sind Sie manchmal trotzdem noch erstaunt, was so ein Tor mit einer Mannschaft machen kann, so wie das hier in der 61. Minute heute der Fall war? Ja, noch schlimmer finde ich, dass man immer so sagt, Deutschland kommt schlecht in ein Turnier rein. Und ich weiß nicht warum. Wir hatten vorher Trainingslager, 8 Tage und sind schlecht ins Turnier reingekommen, 2019 und 2017. Jetzt hatten wir kein Trainingslager und sind auch schlecht reingekommen. Also das, die Frage, die treibt mich mal noch ein bisschen um. Wir haben dann in der Halbzeit uns sehr gut unterhalten über das Spiel. Wir haben ein paar kleine Stellschrauben gedreht. Die Position von Arne Meyer haben wir verändert und haben vorne auch etwas mehr Positionstreue eingefordert. Und generell hatten wir dann die zu viele Ballkontakte. Wir haben das Spiel zu langsam gemacht. Und als es dann ein bisschen schneller wurde, dann hatte ich so das Gefühl, jetzt dauert es eigentlich, ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dann Gott sei Dank auch das erste Tor geschossen haben. Und dann sieht man halt, dass es noch junge Menschen sind, so ein Türöffner. Und dann auf einmal spielen sie alle sehr befreit Fußball. 2 Tage Vorbereitung, Sie haben es angesprochen. Hat die Mannschaft heute, wenn man auch mal die Umstände in Betracht zieht, wirklich das Maximum abgerufen? Also das Maximum auf jeden Fall. Die Frage ist, ob wir die Umstände noch ein bisschen ändern können, dass jeder Einzelne noch ein bisschen früher zum Beispiel jetzt freier im Kopf wird oder dass ein paar Automatismen mehr greifen. Aber das kann man jetzt auch nach 2 Tagen echt nicht verlangen. Also bin ich echt froh, dass wir das so hinbekommen haben, weil es ist auch nicht einfach in der Halbzeit zwar ein paar Stellschrauben zu drehen, aber die dann nachher auch umzusetzen. Und das haben sie dann klasse gemacht. Was sie mit Riede Baku vorhatten, das haben wir alle eindrucksvoll gesehen. Der wird nicht mehr in rechts spielen, nehme ich an. Will ich nicht ausschließen. Wir hatten ja auch heute Merkim. Deswegen Entschuldigung, dass ich das vor dem Spiel nicht so beantwortet habe. Merkim sollte halt sehr hängend spielen in einem gewissen Raum. Also nicht als zweite Spitze, das wollte ich aber vorher nicht so erzählen. Und hat in der ersten Halbzeit auch nicht so geklappt, wie wir es gerne gehabt hätten. Das waren auch so diese Stellschrauben, dass die Räume, die wir vorgegeben haben, haben wir noch ein bisschen korrigiert. Das hat sehr, sehr viel Lust gemacht auf Samstag. Vielen Dank, Stefan Kunz. Gute Alles Zeit. Alles klar, lieben Gruß daheim.